Speedrun. Zählt das? Für den blauen... Ja, das zählt. Also ihr könnt auch einfach durch das Level durchrennen jedes Mal. Für die blauen Wings und dann habt ihr in jedem Level... Ja, wie ich hier gerade Achievements bekomme. 100%. Damit herzlich willkommen zurück zu dieser Folge. Falls ich das hier nicht irgendwie am Anfang packen sollte, ist jetzt ein bisschen weird. Aber ja, so kriegt ihr in jedem Level alles. Und es gibt dann auch, wenn ihr alles habt, diese Kristalle links und rechts. Und ja, wie ihr oben links, rechts oben links sehen könnt, haben wir 24 Level bisher gemacht. Und dann wird das auch so golden angezeigt. Ich meine, das Einzige, was ich hier machen muss, ist halt wirklich einfach nur schnell durchrushen. Rot ist halt No Death. Und ich gucke jetzt hier überall nach, ob mir noch irgendwas fehlt. Und dann zeige ich euch hier meine Speedruns. Yeah. Keine Ahnung, ob ich das hier am Anfang der Folge oder am Ende der Folge hinpacke. Wir schauen mal. Ich kann mich gar nicht mehr an das Level erinnern hier, ne? Unter 30 Sekunden. Gut. Oder? Zählt es? Es zählte. Und No Death zählte auch, deshalb haben wir jetzt hier auch 100%. Ja, scheinbar mache ich dann doch 100%. Ich weiß nicht, warum die Steam-Reviews gemeint haben, man verschwendet hier komplett seine Zeit damit. Es geht eigentlich voll. Zumindest jetzt hier die ersten paar Level. Ich muss natürlich auch immer darauf achten, dass ich hier auch alles habe. Aber man sieht ja schon, hier in diesem Level fehlt mir noch was. Deshalb werde ich hier wieder reingehen und den Crystal Skull schnell nachholen. Ja, ich glaube, ich fange hier wirklich so einfach die Folge an. Also ja, willkommen zurück zu Frog Gun. Jetzt im Moment tun wir gerade Speedrunnen und Stuff nachholen. Also hier irgendwo ist jedenfalls ein Crystal Skull, der ist jetzt wichtiger als der Speedrun selber. Ich muss halt nur herausfinden, wo hier das Bonus-Level ist. Kann ich mich hier hochglitschen? Ah, manchmal funktioniert das. Ja, seht ihr? Manchmal funktioniert das einfach. Okay, da hinten kann ich mir das vorstellen. Ansonsten... das ist schwierig, natürlich. Hä? Hier ist ein Eingang. Man merkt wirklich, dass ich das Level komplett vergessen habe, ne? Okay, ich weiß, was es ist. Wir müssen den blauen Schalter aktivieren. Dann wieder zurückrennen. Und dann hier reinspringen. Ich habe dieses Loch hier gar nicht gesehen. Deshalb habe ich das ja auch komplett verpasst. So, ich hoffe, wenn ich das Level dann jetzt gleich abschließe, dass das dann zählt. Weil ihr seht ja unten rechts, ich habe jetzt nur den Schädel. Ich hoffe, das zählt trotzdem, weil ich dann in einem anderen Run schon mal alles hatte. Ne, wie gesagt, dass das halt mitzählt. Ah, verdammt. Jetzt ist es weg. Oh Gott, okay. Yay, geschafft. Bitte sag mir, ich muss hier nicht alles neu sammeln in dem Level und das zählt jetzt. Yippie. Hä? Wieso habe ich hier nicht alle... Hä? Guck mal, schaut mal, es zählt als geschafft. Aber es gibt hier keine Kristalle rumherum? Hm? Okay, und warum das jetzt? Ich habe hier doch alles. Mal nachchecken, habe ich hier jedes einzelne Symbol? Doch? Hä? Was fehlt mir denn? Naja, ist auch hoffentlich auch egal. Fehlt mir einiges. Münzen und Emeralds, okay. Eventuell werde ich das Level hier nochmal komplett neu reinschneiden. Welches Level war das denn hier? Also ja, hier fehlen mir alle Münzen, deshalb gehe ich mal davon aus, dass ich nicht das ganze Level gesehen habe und hier nochmal ganz kurz hier ein Speedrun für euch mache. Ich natürlich auch versuchen werde, hier nicht zu sterben. Vielleicht habe ich hier gedacht irgendwie, nee, kein Bock auf 100%, ich spiele einfach nur so. Ich habe dann nicht alles gesammelt oder habe irgendwo eine Münze übersehen, ist mir nicht aufgefallen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ah doch, ich kann mich jetzt ein bisschen an das Level erinnern, ja. Die Stelle hier, an die kann ich mich erinnern. Mhm. Boing, 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 boing. Wie komme ich hier nochmal hoch? Ah, Damage Boosten. Ah, nett. Achso, ah, von da. Hey, nee, doch, ich kann mich an das Level erinnern, auf jeden Fall. Ich aber, weiß aber wirklich nicht, wie ich hier Sachen verpasst haben soll. Was habe ich denn bitte gemacht? Hier, jetzt mal ohne Witz. Habe ich hier rumgeeiert oder was?
Boing. Und drüber. Und saven. Ja, ich überleg's mir noch, ob ich das hier am Anfang oder am Ende des Parts hinpacke. So, jedenfalls muss ich hier jetzt erstmal allem ausweichen, alles einsammeln. Und das Leben geht weiter. Ja, so sieht das aus. Hey! Ding, 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 ding. Also ich glaube, bisher haben wir alles. Bisher sollten wir definitiv alles haben. Keine Ahnung, wo sonst noch was sein sollte. Nein! Ah, da ist er tot. Na, ah, kacke, darf ich das einfach gleich neu machen? Ah, das ist ärgerlich. Na gut, aber das schneide ich dann für euch, weil ich glaube, jedes Mal zu sehen. Ah, das Level ist es! Ich habe ja nicht gecheckt, wie man hier rankommen soll. Man soll sich halt hier hinschießen, ne? Aber weiter weiß ich jetzt auch nicht. Ich mich da hinschießen soll, aber jetzt offensichtlich. Ah, von hier aus hinschießen. Das ist ein Rückweg. Schaut mal. Lol. Stimmt, das habe ich gar nicht gecheckt, als ich das hier gespielt habe. Ja, und ja, okay. Na, jetzt ist es für mich offensichtlich. Aber zu der Zeit habe ich mir gedacht, hä? Was soll ich bitte machen? Naja. Ich erinnere mich, als wäre es erst gestern gewesen. Es war von der Woche oder so. Hey, die können mich schlagen? Unfassbar. So, ich sollte jetzt alles haben. Bisher. Aber da war jetzt auch nur Münzen, ne? Das war jetzt nur der Grund da hinten, warum ich nicht alle Münzen habe. Warum ich nicht alle Emeralds habe, verstehe ich immer noch nicht. Ha, bam. Theoretisch müssen wir das Bonuslevel hier nicht machen. Ich mache es aber vielleicht trotzdem. Ich schaue einfach mal. Ja doch, ich glaube, das waren wirklich einzige Münzen. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht, was ich verpasst haben sollte. Hä? Hä? Wie habe ich das gemacht? Lol. Stellt euch vor, das Ding wäre jetzt weggeflogen und ich hätte es nicht mehr erwischen können. Das wäre voll dumm gewesen dann. Oh man. Oh no. Oh no. It's not good. Ah, war klar. Nicht schlimm. Ach, da war noch was. Ah, da ist noch was. Wow. Da hab ich das Ding. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Ja, 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 ja. Bam. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Hier ist der erste Emerald, den habe ich übersehen. Oder ich habe den anderen übersehen, ich weiß es nicht. Ach, was war das? Oh, das gebe ich für euch, das ist ja langweilig. Okay, hab alles. Also alle Münzen dort eingesammelt. So, hier muss noch irgendwo ein Chaos Emerald sein. Was? Ja, toll, ich habe halt nichts gesehen, ne? War auch nicht so schlimm jetzt. Lass mich bitte durch. Danke. Okay, wo könnte wahrscheinlich was sein? Wo ist am wahrscheinlichsten, wo dir was verstecken würden? Ich könnte mir hier so um die Ecke so einen gewagten Sprung vorstellen, den die von einem verlangen. Oder so. Aber irgendwie finde ich ja auch nichts. Wirklich noch mal was verpasst? Gibt es hier ein komplettes Gebiet, was ich irgendwie übersehen habe oder so? Hä, hier ist ja schon das Ziel. Ich habe noch nicht mal das. Hä? Ich meine, okay. Zumindest habe ich jetzt alle Münzen. Die kann ich schon mal abgeben hier, aber. Hä? Hm? Ja, doch, ein Emerald fehlt mir. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Den muss ich jetzt noch mal suchen gehen. Oh! Hier sind grüne Blöcke. Das wird wahrscheinlich was sein, oder? Gab's den grünen Schalter? Ach, da hinten gab's doch den grünen Schalter. Und da bin ich nie zurückgegangen. Und dann ist da hinten wahrscheinlich das, wonach ich suche, oder? Kann das sein? Bam. Wir kommen hier zurück. Hier. Doink. Doinky doink. Safe, oder? Ja, hier ist er die ganze Zeit gewesen. Okay, ich habe ihn gefunden. Jetzt schnurstracks zum Ziel. Ich bin natürlich hier direkt hier links an dem Wasser direkt gestorben, kurz am Ende. Deshalb habe ich jetzt das rote Ding nicht. Heißt, was wir jetzt nochmal retryen. Zumindest habe ich jetzt die Emeralds. Ich drücke mal auf Continue, damit es gespeichert bleibt. Ja. Junge, feine, die meine Nerven. Das Level ist echt nicht einfach, ohne Death zu schaffen. Habe ich aber jetzt. Ich kriege dafür jetzt auch so einen Grund wieder die Kristalle. Ich verstehe das wirklich nicht, woran das liegt. Ist es an der Time? Ist es irgendwas anderes? Ne, jetzt mal ganz ehrlich, ich will das Level nochmal machen. Ich will wissen, warum ich hier keine Kristalle habe. Ich will das jetzt wirklich checken. Ja, komisch, jetzt habe ich die bekommen. Okay, dann hat es wirklich was mit der Time zu tun. Dass man dann schnell genug war. Alles klar. Gut.
Oh Gott, das wird ein ärgerliches Level. Was muss ich denn hier machen? No Death und ganz schnell. Ja gut, es ist sowieso ein Wettrennen. Von daher. Ja doch, ich glaube, wir machen hier einfach eine ganze Folge, bevor wir mit der Story weitermachen. Wo wir einfach nur hier ein bisschen nachholen. Bis 100% alles. Ich mach's jetzt doch. Ist egal, warum nicht? Wie ich ja gerade gesehen habe, fehlt mir sowieso nicht mehr so viel. Und ich kann abkürzen. Aha. Er hat sowieso abgekürzt, glaube ich. Hätte das gleiche getan. Zumindest in meiner Situation hätte er definitiv das gleiche getan. Ich kann auch, ob ich hier abkürzen kann. Ich kann hier auf jeden Fall abkürzen. So, ganz wichtig, nicht sterben. Das ist das Wichtigste hier. Das ist wichtiger als schnell sein, würde ich sogar behaupten. Ja. Wollen wir mal sehen, wie wichtig mir Sachen sein können. Ja, das ist aber hier ein Cake. Cakewalk hier. Das ist so einfach mittlerweile für mich. Als ich das erstmal gespielt habe, war es so schwer. Aber jetzt ist es wirklich einfach für mich. Da kann man mal sehen, wie sich die Zeiten ändern. Oh, wir werden alle alt. Ah, genau, da bin ich die Typen kennengelernt im Level. Stimmt. Ja, und das war's. So, er sagt jetzt Dang it. Und du beendest das Level für mich, glaube ich? Ja, danke, Kumpel. So. Boing. Glitzer. Warte, wie finden die Münzen? Oh, no. Das habe ich gar nicht gecheckt. Okay. 110. Ach, das sind auch so wenig nur. Hä, wo sollen die letzten Münzen dann sein? Wenn mir wirklich welche fehlen? Okay. Ja, jedenfalls. Schneide ich euch das mal rein. Wo fange ich eigentlich gerade an? Hä? Was mit dem Wettrennen? Wann geht denn das los? Hä? Bist verwirrt. Egal. Ja, nehme ich ruhig mit, wenn ich schon mal hier bin. Brauchst zwar nicht, aber ich nehme schon mit. Okay, hier, hier habe ich schon mal ein Fünftel von dem ganzen Money. Da ist ein Minigame, ein Bonusgame. Ich mache das auch mal. Just in case. Genau, in Bonusleveln sind keine Münzen versteckt. Okay, gut. Gut zu wissen zumindest. Checkpoints kann ich, by the way, auch nehmen jetzt. Das ist erlaubt. Mittlerweile. Hab er jetzt den No-Death-Run geschafft. So, verschwinde. Aber jetzt habe ich ja schon fast alles. Warte mal, ich bin in einem ganz anderen Level drin, merke ich gerade. Wo bin ich hier? Wait. Ich wollte gerade sagen, das sieht ja auch alles anders aus. War ich gerade... Hä? Wo war ich gerade? Das war nicht das Level. War das das erste Level oder was? Hä? Jetzt bin ich hier im richtigen Level. Ich wollte gerade sagen, so, hä, da stimmt doch irgendwas nicht. Okay, hier soll man eigentlich ganz am Ende erst hin. Das checke ich, aber das ist mir egal. Ich ziehe mich hier hoch. Und von hier aus kann ich mich direkt zum Ziel cheaten. Brauche ich das Wettrennen nicht machen. Ja, nee, warum auch? Mich jucken sowieso nur die Münzen. Ist das komisch? Dass ich das hier so getriggert habe? Ich glaube, das macht nichts kaputt. Jedenfalls, ich gucke mich jetzt erstmal um, wo alle Münzen sind. Ja, wird heute mal eine bisschen andere Folge, glaube ich. Aber ist ja auch in Ordnung. Damit kann ich das Spiel dann zumindest komplettieren, so wirklich, auch auf 100%. Und dann ist niemand enttäuscht und keine Ahnung was. So, hier oben. Hallo. Hier oben ist gar nichts. Da oben ist nur, da hinten ist nur was. Okay. Wo war das jetzt? Hier? Hier ist eine Vase. Mehr ist hier nicht. Wow. Okay, 1, 2 Cent. Keine Ahnung. Oh. Was? Wo zählt das bitte schon als tot? Wo bin ich? Oh. Oh, ich hatte gerade das Rennen. Oh, gar nicht gut. Ja, meinetwegen schauen wir halt das Rennen. Das ist ja das erste Rennen, also eigentlich ist das ja auch gar nicht schwer. So, ich will ja sowieso nur die Münzen alle sammeln. Ey! Oh nein, da hinten war noch was. No.
brauch das. Ah, da war noch ein Cent drin. Ich muss das. Hier sind noch ein paar Cent. Klapp, klapp. Ich frag mich wirklich, was waren denn die paar Cent, die mir gefehlt haben am Ende? Welche paar Cent waren das? Da oben ist kein Cent. Da oben ist nichts. Er gewinnt halt jetzt das Wettrennen, aber das ist nicht schlimm, solange ich die Münzen hier einsammeln kann. Wie die Fliege gerade runtergefallen ist. Ja, wisst ihr Bescheid. Ja, aber ich hatte doch all diese Münzen gesammelt. Ich bin echt sehr verwirrt und sprachlos gerade. Ich weiß wirklich gar nicht, was mir denn bitte gefehlt haben soll. Ja, hier sind jetzt die letzten Münzen, dann habe ich alles, dann kann ich gehen. Außer ich sterbe jetzt direkt, weil der am Ziel ist. Was? Mir fehlen ein paar Münzen. Hä? Wo denn? Ach, da war noch eine Münze. Ach, die habe ich übersehen, die Vasen? Naja gut, jedenfalls habe ich jetzt alle Münzen. Und jetzt muss ich noch gucken, was mir hier noch empfiehlt im Level. Wow, Alter. Boah, wie es meine Kamera dann umgedreht hat. Wie asozial. Gut. Hä? Wo sind meine... Oh, ah, da. Okay, ich wollte gerade sagen so, hä? Wollte mich veräppeln. Wo ist meine Münzen? Doch, hat gezählt. Damit haben wir Welt 1 nicht abgeschlossen. Warte mal. Wir haben noch das Boss-Level hier. Was fehlt mir denn hier? Oh, der Crystal Skull fehlt mir hier. Und Speedrun No Death. Okay. Okay, wo ist denn das Bonus-Level? Hm. Habe ich hier das Bonus-Level verfehlt? Na gut, eigentlich brauche ich jetzt nicht alles sammeln. Ich brauche wirklich nur den Skull und No Death, den Boss. Oh. Grüner Knopf, grüner Schalter. Und dann zurückrennen. Gab es hier nicht einen grünen Schalter irgendwo in der Nähe? Doch, da hinten gab es den. Okay. Ja, das sind so Sachen, manchmal vergesse ich die einfach. Das ist einfach so. Manchmal vergesse ich sowas. Aber ist auch nicht schlimm. Deshalb machen wir das hier zusammen. Und das wollte ich gar nicht aktivieren, aber ist nicht schlimm. So. Und jetzt muss ich hier rein skillen. Okay, okay. Was soll ich machen? Muss die Fliege besiegen. Oder die bewegt sich selbst. Das ist auch okay. Boah, knapp bemessen hier. Aber wir kriegen es hin. Hallo. Was? Ich habe da nichts angetan. Okay. Den Jump schaffe ich doch niemals. Nee, das traue ich mir nicht. Mache ich von dort aus. Das dachte ich mir, dass das passiert. Okay. Ah, stimmt, ich hätte einfach gedrückt. Das macht's einfacher. Oh Gott. Bin ich blöd. Ja, okay, in diesem Bonusraum hätte ich sowieso sehr lange gebraucht, um das zu schaffen. Zu dem Zeitpunkt, als ich hier war. Das erste Mal. Na gut, jetzt haben wir's. Bin ich jetzt einmal gestorben? Ich glaube nicht, oder? Wenn nein, heißt das, dass wir das Rote auch noch bekommen können. Wenn wir jetzt den Boss First Try schaffen. Den skippe ich aber für euch, den kennen wir schon. Junge, wenn ich mir das hier anschaue, wie einfach der erste Boss noch war. Oh Mann. So, das war's. Die Bosse haben hier in diesem Spiel 4 Leben. Okay, das sollte jetzt alles haben, ne? 100% hier in dem Level. Richtig? Richtig? Nein? Hm? Hab's doch gebraucht? Wie bitte? Wie bitte? Ich hab's. Das kann nicht sein. Und vorbei.
Habe aber mehr als 1,5 Minuten gebraucht. Aber es war jetzt knapp die Hälfte von dem, was wir vorher hatten. Also es zählt... Ja, jetzt zählt's. Okay. Ja, weil ich das Bonus-Level so lange gebraucht habe für... Ja, ja. Okay. Fucking mit dem Po. Okay, Welt 1 komplett abgeschlossen. Das hier ist einfach nur der Shop. Der wird dann wahrscheinlich vergoldet sein, sobald wir alles gekauft haben. Speaking of, jetzt können wir uns diesen Hut hier leisten. Sowohl auch noch diese Froschmütze, dieser super. Nämlich an Mario Bros. 3 war das, ne? Oh, der Hut ist auch toll. Und ein Zylinder. Und noch ein Vogel. Yay, own them Kiwi and Melon Heads Achievement. Okay, keine Ahnung warum. Okay, doch, man kann hier runter scrollen für ein paar weitere Hüte. Mehr haben wir aber nicht zum Ausgeben. Den Hut will ich auf jeden Fall benutzen. Oh mein Gott, der ist ja super. Und muss man damit jetzt holen? Hilfe. Okay, das haben wir. Okay, Welt 1 kommt abgeschlossen. Was fehlt mir hier? Speedrun. No Dev Speedrun. Ich sehe auch schon gerade, es gibt nur noch ein einziges Level, wo uns die Münzen fehlen, und sonst haben wir wirklich in jedem Level alles. Also, hier der beste Run in jedem Level. Ab jetzt. Ich wusste gar nicht, ob der Bonus oder nicht. Aber, erster Try scheint der beste zu sein. Wunderbar. Zählt das auch von der Zeit her? Bitte, 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 bitte. Diddeding, 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 diddeding. Wo sind meine... Nein. Timer hat nicht gereicht, ich war zu langsam. Aber ich will schon alles haben. Wenn ich hier überall die glitzernden Kristalle habe, ja, nee, dann will ich die überall haben. Nee, dann muss ich jetzt Speedrun. Nö. Puh, Abkürzung. Oh mein Gott. Direkt der nächste Try vor allem, ne? Aber der ist es jetzt. Ich kann hier sehr viel abkürzen. Okay, ich denke mal, ich muss es bis unter 1,5 Minuten schaffen. Und gerade hatte ich ja genau 1,5 Minuten. Also ja, das ist meine Prediction. Ah, noch 1,13 sollte perfekt sein. Ich finde den Hut irgendwie super, der passt ja am besten zu ihr, finde ich. Komm schon, komm schon, komm schon. Ernsthaft? Immer noch nicht. What? Bro! Sind es trotzdem noch mit Speedrunning, wenn ich einmal gestorben bin? Ich hoffe es, weil ich habe es jetzt in noch viel krassere Zeiten geschafft. In 50 Sekunden unter einer Minute. Bitte sag mir, zählt das noch? Ich glaube aber nicht. Doch, erzählt. Okay, okay. Danke, 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 danke. Ich hab's, ich hab's jetzt. Oh mein Gott, ich hoffe, ich habe das reingeschnitten. Auch wenn es bestimmt ein bisschen langweilig ist ohne Commentary, aber wow. Da habe ich mir echt Mühe gegeben, dass ich schnell bin. Alles klar. No Dev Speedrun. Let's go. Besser to try here. Vielleicht ist auch der erste. Wenn ja, dann lasse ich hier mal ein unnötiges, langweiliges Commentary drin. Ich überlege nur gerade, wo ich hier meine Zeiten verbessern kann und wo ich auch lang muss. Ist auch sehr wichtig zu wissen. Hier kann ich ein bisschen abkürzen, muss ich diese blöden Wasserpassagen da unten nicht machen. Das ist ganz gut. Okay. Hier muss ich definitiv lang. Na komm. Oder auch komm nicht. Egal. Oh mein Gott. Ich glaube, hier ging es lang, ne?
Es müsste hier lang gehen. Ja, hier ist das Ende. Unter einer Minute. Komm schon, das muss perfekt sein. Der erste Try. Ja, 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 ja. Schön. Freut mich. Juppie! Ja, komm, wir machen ein ganzes Video draus. Hier auch wieder exakt das gleiche Ziel. Okay. Machen hier ein, egal wie lang das Video wird, wir machen jetzt hier ein ganzes Video draus, wo ich alles nachhole. Und keine Sorge, das gleiche für die anderen Level, sage ich mal. Was? What the hell? Jedenfalls, was ich sagen wollte. Das gleiche für die nächsten zwei Welten, die wir noch machen müssen, werde ich dann wahrscheinlich in einem anderen Video machen. Vielleicht danach noch eine Bonusfolge oder ich schneide das irgendwie, irgendwo, was auch immer, noch zusammen. Wieso geht das da nicht? Hä? In unter 50 Sekunden. No death. Sollte alles passen. Yippie! Yippie! Ich mach doch 100%. Yippie! Yippie! Ihr freut euch, ich weiß es. Oh, das ist das Level, wo ich die Münzen nicht gesammelt habe. Alles klar. Dann werde ich das hier noch als einziges Level von den ganzen hier nochmal komplett zeigen. Das heißt komplett halt mehr oder weniger komplett. Das sind aber auch 500 Münzen, ne? Boah, das ist ein super ewig langes Level. Oh, das ist das Level. Das, was mich da angekotzt hat. Ja, ja, ich ändere mich. Ich weiß wieder mehr oder weniger alles. Ich werde versuchen, nicht zu sterben. Ich werde aber nichts versprechen. Und Speedrun muss ich gleich sowieso neu machen. Das wird nichts mehr. Also ganz ehrlich. Aber ja. Boah, fall doch nicht runter, Girl. Kann ich hier hochcheaten? Ach komm, lohnt sich nicht. Dauert mir zu lang. Ich da jetzt hoch zu cheaten. Bam, 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 bam. Nein, das wollte ich nicht. Ich bin. Wow. Hey. Okay, das ist auch die Münze, damit man das eigentlich sieht, dass man da sicher schießen soll. Ja. Keine Ahnung, wie ich es dann damals nicht gecheckt habe. Jetzt ist es für mich auch offensichtlich, aber keine Ahnung. I don't know. Du musst bitte sterben, Kumpel. Sterben, danke. Ich habe bestimmt einfach nur ein kleines Areal verpasst und dann habe ich hier aufgegeben mit Münzen wahrscheinlich. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das passiert ist. Ja. Sowas wird wahrscheinlich passiert sein. Jedenfalls ist schon circa ein Fünftel geschafft in den Münzen und da müssen wir lang für ein paar weitere. Ich weiß noch nicht, wo ich als erstes lang gehen will. Doch, ich gehe glaube ich erstmal hier lang. Da komm! Ja, danke! Bum, 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 bum. Moin, tschüss. Ah, jetzt sind wir hier. Ah. Ja, ich muss hier doch ein bisschen einsammeln, lol. Bam. Hier war die Box. So. Ich cheat mich aber lieber durch. Geht schneller. Sich hier einfach komplett nach oben durch zu cheaten. Also, ja. Seht ihr?
Ich weiß, was ich sagen soll. Es lohnt sich einfach viel mehr durchzucheaten, weil das einfach schneller ist und ja, okay, du musst halt ein bisschen deine Hand wehtun, weil das sehr viel Spam ist, aber es funktioniert. Und ist oftmals schneller als die Alternative. Also, ne? Wie gesagt, man kann es machen. Ja, man kann es machen. Genau. So, ding, 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 ding. Nehme ich mit. Hier sind noch ein paar Münzen. Wo waren denn Münzen, die ich nicht bekommen habe? Wo waren denn solche Münzen? Mir fallen da wirklich gar keine ein. Wie ist er jetzt gestorben? Ich habe ihn nicht angegriffen. Gar nicht. Ja, da sind Münzen. Ja, okay, aber das... Ich überlege gerade wirklich. Irgendwo gab es auf jeden Fall ein Areal, wo ich dann Münzen scheinbar verpasst haben muss. Muss ja so sein. Das war der Anfang. Mhm. Ja, okay, ich schneide das jetzt weg, aber hier die ganzen Münzen, die ihr vor euch seht, auf diesem Weg, die sammle ich jetzt allein. So, allein gesammelt. Jetzt habe ich schon 300 irgendwas von 500 irgendwas. Und ich muss mich ganz gründlich umschauen. Wo fehlen mir bitte Münzen? Das ist echt super verwirrend gerade für mich. Aber gut. It is what it is, I guess. Ich schwöre es euch, aber eigentlich habe ich wirklich hier alles eingesammelt und ich bin tot. Ja doch, lohnt sich nicht, komm. Ich muss sowieso noch einen Speedrun machen in diesem Level, also was soll's. Oh, man kann die mit dem Rutschen besiegen, wusste ich auch nicht. Und ich hätte auch hier ab. Ich kann auch hier einfach abkürzen, ja doch. Okay, das merke ich mir für den Speedrun, man kann einfach abkürzen, sehr gut. So, hier die Münzen einsammeln. Danke später, dass ich alles sehen darf, was ich hier tue. Das ist die Fabrik hier. Oh. Aber hier ist doch schon vorbei. Sind hier wirklich noch so viele Münzen am Ende? Bam, bam. Hier rüber. Niemals, niemals sind hier noch so viele Münzen. Wissen die auch nicht. Oder warte. Oh, die ist ja richtig viel wert. Aber selbst dann. 10 Münzen. Nein. Es gibt wirklich irgendwo ein Areal, das ich verpasst habe, wo es Münzen gibt. Warte mal, habe ich die nicht kaputt gemacht da hinten? Safe habe ich die kaputt gemacht. Wurde nicht gespeichert wahrscheinlich. Ja. Nee, wo sollen Münzen sein? Alter. Die Vase habe ich kaputt gemacht, oder? Warte, hier waren 10 Münzen drin in dieser Vase? Okay, ich hab's gefunden. Immerhin. Jetzt schnell ab ins Ziel. Und dann Speedrunner. Also, ich sage euch jetzt nur noch den Speedrunner-Mode. So, in unter einer Minute geschafft. Perfekt. Hab gesehen, wie krasse Speedrun-Tactics ich hier gefunden habe und hier ausgeführt habe. Krass, oder? Was das Spiel hier mit einem macht. Nee, ist ja nicht wegen dem Spiel so, dass ich sowas leicht finden kann. Aber ist jetzt auch egal. Jedenfalls hier das exakt gleiche. Hey! Hey!
Er konnte nicht mal das Wettrennen beenden. So sehr habe ich geskippt. Lol, das habe ich noch nie gesehen. Und das alles fürs Try. Ich habe einfach alles improvisiert. What the hell? Pacifist Achievement. Okay, achso, weil ich ein Level geschafft habe, ohne einen Gegner zu besiegen. Ja, das war ein Zufall eigentlich. Okay, Bosskampf, no death. Auf Zeit. Okay, war der Bosskampf hier schnell? Also hier sind ja extrem wenig Münzen, sehe ich ja erst jetzt. What the hell, das muss ja komplett kurz gewesen sein, das Level. Oh, das war eine dumme Idee. Oh ja, das war eine dumme Idee. Ja, so viel zum Boss. So einfach kommen wir zu ihm hin. Und der selber. Ah ja, er selber dauert extrem lang. Oh, war das knapp. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Okay, aber das ist der Run, das ist der Try. Das ist er. 100 Pro. Jetzt? Zwei? Also, alle Bisse haben 4 Leben. Das muss ich halt bedenken. Jetzt kann er gegen die Wand, ne? Ne, doch nicht. Er macht das zweimal. Hab ich voll vergessen, was er macht. Boah, jetzt habe ich es mir schwerer gemacht, als es sein muss. Nicht schlimm. Jetzt muss der Tornado und rennt nochmal. Dann renn mal in die Ecken. Oh nein, nicht so. Oh, der Tornado. Oh no. Ja, jetzt machen wir seine Tornados. Der mich fast erwischt. Der mich erwischt. Okay, Kumpel. 2 gegen 2. 2 gegen 1. Und er hat nur 3 Leben gehabt. Oder habe ich ihn nochmal. Keine Ahnung. Ist vorbei. Wenn das nicht sparkly irgendwas. Ja, okay. Wollte schon sagen. Wenn 2 Minuten nicht reichen, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, 3 Minuten ist dann Maximum hierfür. Jedenfalls, Welt 2 komplett abgeschlossen zu 100%. Wir kriegen ein Health-Up, das habe ich dringend nötig. Dankeschön, Spiel, finally. Und ja, ich mache dann jetzt weiter mit den nächsten Leveln. Ich weiß nicht, wie lange die Folge geht, ich meine so lange, wie ich die meine. Sorry, aber ich probiere dieses Level schon so lange. Ich würde sagen, wir machen ein andermal weiter. In der nächsten Folge möchte ich dann entweder noch die anderen Level auf No-Hit schaffen. Oder wir spielen ganz normal weiter. Wir schauen mal. Ich beende hier erstmal die Aufnahme. Ich weiß nicht, wie lange es hier ist, aber für mich ist es schon viel zu lang. Da unten, die Truhe können wir zumindest schon mal öffnen. Hier kriegen wir nämlich ein HP ab. Das ist doch ein schönes Ende für diese Folge. Und ja, bis zum nächsten Mal.